Vor dem Start zum Rotweinfest kamen fast alle ehemaligen Rotweinmajestäten zu einem Umzug zusammen, der zur Krönung des aktuellen Hofstaats führte. Anlass war der Beginn der Festtradition vor 75 Jahren. Speranza Tenescu, Willibald Rixner und Wilfried Weitzel verfolgten das bunte Treiben. Es ist Rotweinfest. Lange mussten wir auf das Fest warten. Im letzten Jahr mussten wir es Corona-bedingt absagen. Und in diesem Jahr wollen und können wir mit Einschränkungen und mit der einen oder anderen Veränderung, aber wir können wieder gemeinsam unser Rotweinfest feiern. Und das wollen wir heute hier am Ingelheimer Winzerkeller starten und nachher auf dem Festplatz dann auch mit der offiziellen Eröffnung richtig beginnen. Und dazu darf ich Sie alle, die vielen Majestätinnen, die vielen Gäste und vor allen Dingen die Jahrgänge ganz herzlich begrüßen. Hallo Jahrgänge! Gut. Es ist ein besonderes Fest in vielerlei Hinsicht. Einmal, weil es eben anders ist, weil es die ein oder andere Einschränkung hat. Und es ist ein besonderes Fest, weil es das 75. Rotweinfest ist. Und das ist auch der Grund, warum wir uns hier am Ingelheimer Winzerkeller versammelt haben, statt des üblichen sonstigen Empfangs, weil wir etwas tun wollen, was in diesen 75 Jahren des Ingelheimer Rotweinfestes durchaus Tradition hat. Dieses Fest steht ja zunächst mal in der Geschichte der Oberingelheimer Kerb. Aus dieser ist dann in den 30er Jahren zunächst mal ein Winzerfest, das hieß mal Winzerfest, mal Weinlesefest, es hieß einmal sogar Rotweinlesefest entstanden. 1935 gab es dann auch die erste Weinkönigin. In diesem Sinne lassen Sie uns zunächst mal den Beginn des Rotweinfestes hier hochleben und trinken wir mal gemeinsam auf einen tollen Start hier. Und in dieser Tradition wollen wir heute, wie gesagt, diesen kleinen Festumzug hier vom Winzerkeller durchführen. Und dazu freue ich mich, dass so viele gekommen sind, dass wir hier so ein tolles, buntes Bild haben. Und dann werden wir auf dem Festplatz diesmal auch in Abweichung zu den sonstigen Geschlogenheiten, nicht auf dem Balkon des alten Oberlinger Rathauses, sondern auf dem Festplatz, die Krönung und die Eröffnung des neuen Hofstaates und damit den Beginn des Winzerfestes gemeinsam feiern.